Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Heute geht es mal um was Himmlisches, nämlich das Wetter, was aus dem Himmel kommt. Und das ja schon seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte immer ein Thema war. Vermutlich haben schon die Steinzeitmenschen vor ihrer Höhle gesessen und haben sich geärgert über das Sauwetter, wenn es mal wieder wochenlang gegossen hat, wie aus Eimern. Und in diesem Jahr hatten wir ja auch schon genügend Regen, jede Menge. Und bei solchen Situationen fragt man sich oft, wie war denn das Wetter eigentlich früher so? War das schon immer so wie heute? Hatten wir schon immer so eine Atmosphäre wie heute? Und wie ist überhaupt eine Atmosphäre auf unserem Planeten entstanden? Und unlängst habe ich in einem Vortrag die Frage gestellt gekriegt, ja, war denn das Wetter von Anfang an so, wie wir das heute haben, oder war das früher ganz anders? Und deswegen will ich Ihnen heute mal was erzählen darüber, wie das Wetter vor 4,5 Milliarden Jahren war, als die Erde entstanden ist. Das Wetter ist eine ganz wichtige Größe, wie Sie gleich hören werden, für die Entwicklung von Leben. Und ich habe Ihnen vor 4,5 Milliarden Jahren und ich habe Ihnen natürlich kein Bild mitgebracht von diesem Wetter, weil die Zustände auf dem Planeten Erde damals also ziemlich unirdisch waren. Wetter, atmosphärische Entwicklung auf einem Planeten, ist unmittelbar verbunden mit der Entwicklung von Leben. Wir haben nur einen Planeten im Sonnensystem, der Leben hat, das ist die Erde. Alle anderen irdischen Planeten, erdähnlichen Planeten wie Mars, Venus, Merkur, haben zwar teilweise Atmosphären entwickelt, so wie Venus und Mars, Merkur hat keine gehalten, aber auf diesen Planeten ist kein Leben entstanden. Und natürlich haben diese Planeten unterschiedliche Abstände zu ihrem Zentralgestirn der Sonne, aber sie unterscheiden sich eigentlich nicht so stark, als dass man so einfach verstehen kann, warum die Atmosphären so unterschiedlich sind. Also, die Venus zum Beispiel hat ein paar 90% CO2, hat 90 Atmosphären Druck an der Oberfläche. Es ist wahnsinnig heiß auf diesem Planeten, weit über 400 Grad. Der Mars hat auch ein paar 90% CO2 in seiner Atmosphäre, aber die ist so dünn wie bei uns in 48 Kilometer Höhe. Merkur, wie gesagt, hat gar keine. Und bei Mars ist alles voller CO2 und ein bisschen Stickstoff. Auf der Erde haben wir 20% Sauerstoff, wir haben Stickstoff und inzwischen zunehmend mehr und mehr Kohlendioxid. Warum ist das so unterschiedlich gewesen? Und dann kommen wir auch auf die Frage nach dem Wetter. Wir werden nämlich sehen, dass der entscheidende Punkt für die Entwicklung der Atmosphäre auf unserem Planeten der Regen war. Nun, woher wissen wir heutzutage, wie das Wetter früher gewesen ist, beziehungsweise wie die Luftzusammensetzung war? Dazu muss man sich angucken, wie ein Planet entsteht. Woher kommt überhaupt eine Atmosphäre? Entsteht so ein Planet schon mit Atmosphäre? Nun, ein Planet entsteht offensichtlich in der Nähe eines Sterns. Sonst ballt sich gar nicht genügend Materie zusammen, dass sich irgendwo ein Planet bilden kann. Dieser Planet ist also in der Nähe eines Sterns. Wenn ein Stern jung ist, dann bläst er einen wahnsinnigen Wind. Die Sonne bläst ja heute noch einen Wind. Den Sonnenwind, der fliegt mit ungefähr 600 Kilometer pro Sekunde an der Erde vorbei, ist ein relativ dünnes Lüftchen, auch wenn er sehr schnell ist. Aber als die Sonne sehr jung war, war der Wind viel stärker. Und alle Körper, die unter diesem Einfluss dieses Windes standen, die verloren alles an Gas, was sie jemals hatten. Das heißt, die Uratmosphäre der Erde, der erste Tag sozusagen, also heute, Dienstag heute vor 4,5 Milliarden Jahren, war die Erde im Wesentlichen ein riesengroßer Steinklotz und sonst nichts. Sie hatte keine Atmosphäre um sich herum. Aber sie war noch dabei zu kontrahieren. Und das ist der Punkt. Als sie kontrahierte, sich also zusammenzog, gaste mehr und mehr Gas aus. Also Stickstoff, Kohlendioxid, Methan, Ammoniak und diese Dinge gasten aus, weil dieser Planet zusammenschrumpfte unter seiner Schwerkraft. Dabei wurde er heißer und weil er hinreichend schwer war, konnte er genügend Atmosphäre halten. Ein Planet wie der Mars, der nur ein Zehntel Erdmasse hat, der hat da schon viel größere Schwierigkeiten, überhaupt eine Atmosphäre zu halten. Der hat nämlich genau deswegen so eine geringe Atmosphäre, weil er so wenig Masse hat. Und da ist die Schwerkraft, zieht nicht so stark an seiner Oberfläche, an seiner Atmosphäre. Nun gut, bei der Venus, die ist genauso schwer wie der Erde, hat sich offensichtlich auch eine Atmosphäre gehalten. Und die besteht aus Kohlendioxid und Stickstoff. Und genau diese Art von Atmosphäre, nämlich eine stark stickstoffhaltige Atmosphäre mit Methan, Ammoniak, das war die Uratmosphäre der Erde.
Wir wissen das aus den Sedimentgesteinen. Wir wissen aus den Gesteinen, vor 2, 3,5 Milliarden Jahren gab es noch keinen freien Sauerstoff in der Erdatmosphäre. Die Erdatmosphäre war am Anfang eine reduzierende, also ganz viel von Ammoniak, Stickstoff, also Methan, Ammoniak und Stickstoff, Methan war dabei, jede Menge Kohlendioxid und Wasserdampf. Das hatte damit zu tun, dass die Urerde eben sehr stark geologisch aktiv war. Das heißt, ein großer Teil des Gases, der nun an der Oberfläche erschien, wurde durch große, starke Konvektionsbewegungen nach oben getragen. Stichwort Vulkanismus. Der brachte also jede Menge Material nach oben und eben auch jede Menge Gas. Und dadurch war auf einmal Wasserdampf in der Atmosphäre. Und der entscheidende Punkt ist jetzt, dass die Erde in einem Abstand von der Sonne steht, wo dieser Wasserdampf abkühlen konnte und es begann zu regnen. Es hat ungefähr 300.000 bis 400.000 Jahre geschüttet wie aus Eimern. Wirklich. Also es war fürchterlich für jeden Meteorologen damals. Wäre es ein ziemlich langweiliger Wettervorhersage gewesen. Regen, Regen, Regen. Dieser Regen hat die Meere aufgebaut. Dieser Regen hat aber vor allen Dingen eins gemacht. Er hat angefangen, Kohlendioxid aus der Atmosphäre auszuwaschen. Es bildeten sich die Kalkgesteine. Und es blieb eine Atmosphäre übrig, die im Wesentlichen aus Ammoniak und Methan bestand. Und diese beiden Gase zusammen mit dem Kohlendioxid haben etwas aufgebaut, worunter wir heute zunehmend leiden, nämlich einen Treibhauseffekt, und zwar einen sehr starken Treibhauseffekt. Die Durchschnittstemperatur zu dieser Zeit war so grob 32 Grad Celsius. Es war also so richtig schwülwarm. Es war feucht, schwülwarm, ideale Situation für die Entstehung von Leben. Also angefangen hat alles ohne Sauerstoff. Der freie Sauerstoff war noch nicht vorhanden. Wir wissen aus den Sedimenten, dass der freie Sauerstoff anfing, nennenswert in die Atmosphäre zu kommen, vor 1,8 Milliarden Jahren. Da war das erste Mal, kann man aus der Zusammensetzung der Sedimente sehen, da gab es genügend freien Sauerstoff, der dazu führte, dass Bleisulfat entstand zum Beispiel oder Uran-3-Oxid und solche Dinge für die Spezialisten oder Zuschauer. Vor 420 Millionen Jahren sprang das Leben, das sie in den Meeren entstand, auf die Erde. Das heißt, zu dieser Zeit muss es schon genügend freien Sauerstoff gegeben haben, damit Lebewesen atmen konnten. Also richtig mal einen tiefen Luftzug nehmen konnten. Davor, wissen wir nicht, da war offensichtlich deutlich weniger Sauerstoff. Nun, warum ist das so wichtig? Nun, mit dem freien Sauerstoff in der Atmosphäre, da passierte etwas ganz Kolossales. Am Anfang, als das Leben sich entwickelte im Wasser, war es im Wesentlichen ein chemischer Reaktor. Da wurde chemische Energie umgesetzt und das war für die Wärme zuständig. Irgendwann reichte das nicht mehr aus, dann fraßen diese ganzen Kameraden alles auf, was in ihrer Umgebung war und das reichte dann auch nicht mehr. Als die Photosynthese entdeckt wurde von der Natur, das heißt wahrscheinlich wurde sie nicht entdeckt, sie wurde nur praktisch aus der Handwerkskammer rausgezogen und gesagt, hey, das ist genau die Methode, die wir brauchen, um in der Nähe eines Sterns wie der Sonne eine unendliche Energiequelle zu haben. Denn das, was bei der Photosynthese gemacht wird, ist, es wird Sonnenenergie umgebaut und dabei entsteht freier Sauerstoff. Und Sauerstoff ist hochgradig gefährlich gewesen. Für alle die Lebewesen, die vorher nur auf der chemischen Basis gearbeitet haben, für die war das tödlich. Nun, wir haben 32 Grad Celsius, das Leben entwickelt sich, es kommt zunehmend mehr und mehr Sauerstoff in die Atmosphäre und dann passiert was ganz Schreckliches. Der Treibhauseffekt bricht völlig zusammen. Warum? Nun, in der Gegenwart von freiem Sauerstoff können Methan und Ammoniak nicht mehr existieren. Jetzt machen wir meinen, warum ist das so wichtig? Nun, es ist Folgendes. Vor 1 Milliarde Jahre oder vor 2 Milliarden Jahren, vor 3 Milliarden Jahren, vor 4 Milliarden Jahren, zu all diesen Zeiten war die Leuchtkraft der Sonne nicht so hoch wie heute. Die Leuchtkraft der Sonne, die Sonne ist ja ein Kernfusionsreaktor, ein Verschmelzungsreaktor, die Leuchtkraft der Sonne ist zeitabhängig. Früher war die Leuchtkraft viel niedriger. Und auch vor 2 Milliarden Jahren war sie nur 10% von der Leuchtkraft von heute. Und der Treibhauseffekt brach zusammen, weil Ammoniak und Methan nicht stabil sind in der Gegenwart von freiem Sauerstoff. Jetzt hat man natürlich versucht, die Entwicklung der Erdatmosphäre zu simulieren auf dem Rechner. Das begann Ende der 70er Jahre und dabei kam was kolossal Interessantes heraus. Der Zusammenbruch des Treibhauseffektes und nur die gleichzeitige Erhöhung der Leuchtkraft der Sonne hat uns vor etwas bewahrt, was uns bevorstände ansonsten, nämlich die totale Vergletscherung der Erdoberfläche.
Also wenn die Sonne nicht die richtige Leuchtkraft gehabt hätte, in dem Moment, wo der Treibhauseffekt in der Erde zusammen, also Moment ist jetzt falsch, das hat sicherlich ein paar tausend Jahre gedauert, bis so viel Sauerstoff in der Atmosphäre war, dass das Ammoniak und Methan abgebaut war. Aber als es dann soweit war, wenn die Sonne dort in diesen Momenten zu schwach gewesen wäre auf der Brust, also zu wenig Energie auf die Erde gebracht hätte, dann wäre die Erde total vergletschert. Das wäre eine Katastrophe geworden, denn Gletscher sind weiß. Und weiße Oberflächen haben die unangenehme Eigenschaft, dass sie alles abstrahlen, was sie kriegen. Das heißt, eine vergletscherte Erde wäre gar nicht wieder aufzutauen gewesen. Selbst wenn die Sonne ihre Leuchtkraft erhöht, eine weiße Oberfläche strahlt alles ab. Nun, im richtigen Moment war also die Sonne da und hat diesen Planeten eben nicht vergletschern lassen. Das ist das Schicksal der Erdatmosphäre gewesen. Danach, als genügend Sauerstoff in die Atmosphäre gekommen ist, hat man eine Ozonschicht gekriegt. Das heißt, das Leben hat sich auf einmal auch noch selber beschützt. Denn Ozon schützt uns ja vor der UV-Strahlung. Und auf diese Art und Weise ist dieser Planet, hat sich sozusagen selber am Leben gehalten. Man spricht ja dann auch von einem Gesamtorganismus der Erde. Nun, warum war das bei den anderen Planeten nicht so? Warum zum Beispiel ist die Venus, gut, die ist ein bisschen näher an der Sonne dran. Aber warum ist die so heiß geworden? Warum sind ihre planetaren Zusammensetzungen so anders als unsere? Nun, auf der Venus ist eines nicht passiert. Es hat auf der Venus nicht geregnet. Das heißt, das ganze Kohlendioxid blieb in ihrer Atmosphäre und führte dort zu einem galoppierenden Treibhauseffekt. Das heißt, die Sonnenstrahlung kommt da zwar rein, aber die Atmosphäre hält einen großen Teil davon auf und dann heizt sich der Planet immer mehr und mehr auf, bis er die heute, 425 bis 430 Grad Celsius erreicht hat. Was ist auf dem Mars passiert? Warum ist der Mars so kalt und so trocken? Wo ist das Wasser auf dem Mars geblieben? Wir wissen ja von den Oberflächenkonstellationen des Mars, der muss ja mal Wasser gehabt haben. Wo ist denn das alles hin? Und warum ist seine Atmosphäre so mickrig? Gut, er ist viel leichter als die Erde, aber er könnte eine Atmosphäre tragen, die doch deutlich dichter ist und deutlich höheren Druck aufweist. Was ist da passiert? Nun, der Mars ist aufgrund seiner geringen Masse geologisch längst nicht so aktiv wie die Erde. Was hat das zu bedeuten? Nun, als der Mars entstand und auch seine Kohlendioxidatmosphäre hielt, da wurde das Kohlendioxid, genau wie bei uns, in den Gesteinen eingelagert. Es hat sich also Kalkstein gebildet. Auf der Erde gibt es einen CO2-Kreislauf. Das heißt, das CO2, was in den Gesteinen ist, wird durchgekocht im Erdinnern, taucht immer wieder in der Atmosphäre auf. Dadurch können wir einen großen Teil des CO2, neben dem, was wir so künstlich produzieren, wird ein großer Teil des Kohlendioxids in die Atmosphäre geschickt. Auf dem Mars gab es aber so eine starke geologische Aktivität nicht. Und je mehr CO2 verschwand, umso mehr brach der Treibhauseffekt dort zusammen, den es vielleicht mal gegeben haben kann. Und auf diese Weise ist der Mars immer kälter und kälter und kälter geworden. Jetzt haben wir einen Filter. Auf einmal hat man einen Filter. Man kann sagen, wie ist die Lebenszone um einen Planeten herum definiert? Und es stellt sich raus, aus den Rechnungen der letzten 10, 15 Jahre, dass es nur eine ganz kleine lebensfreundliche Zone um einen Stern wie die Sonne gibt. Und diese lebensfreundliche Zone ist fast genau der Bereich, in dem die Erde sitzt. Die Erdbahn ist ja kein Kreis, sondern eine Ellipse. Wenn man also ein bisschen zu weit innen drin ist, nur ganz kurz, wird man zur Venus, wird der Planet zur Venus, wird sehr heiß, ist man ein bisschen weiter draußen, wird es zum Mars. Das heißt, wir sind hier wirklich an einer ganz besonderen Stelle in diesem Sonnensystem. Denken Sie dran, wenn Sie das nächste Mal wieder über den Regen beschweren.